Also heute muss ich euch mein Highlight erzählen. Super Vorstellungsgespräch habe ich mitbekommen, habe ich gehört. An einer Einkaufskette fängt mit K an, hört mit D auf in Ostprignitz. Eine große Einkaufskette. Geht man rein und kann man erstmal stundenlang laufen. Filialleiter und ein Bewerber. Nicht für Ausbildung, sondern ganz normale Arbeit. Hat sich vorgestellt, ich muss seine Informationen warten. Er hat übrigens ein Bewerbungsgespräch hinter der Information gemacht, nicht in irgendeinem Raum gemacht, also erstmal sehr professionell, erstmal in aller Öffentlichkeit das Vorstellungsgespräch geführt und alle Daten ausgeglichen. Datenschutz. Adi. Ja, weiter war es gewesen. Er hat erstmal angefangen, sie fangen damit auspacken an. Getränkeabteilung, können Sie schwer heben? Ja, das kann ich. Gut, der Bewerber sah auch aus, als ob er schon einige Kilos heben konnte. Der war höher, war breiter, aber auch in der Muskulatur. Aber leider nicht im Hirn. Und ja, dann gehen sie dann zum Regal auffüllen nach einer Woche. Und dann werden sie dann in die Kasse eingeführt, damit sie dann als für die Getränkeabteilung zum Regal auffüllen, hier für die Angebotsabteilung und an der Kasse arbeiten können. Ist ja erstmal ganz okay. Die Beschreibung ist erstmal ganz, nicht gegen die Beschreibung, ist erstmal okay. Dafür will man aber auch bezahlt werden. Jetzt kommt ja das Beste. 12 Euro Stundenlohn. Also wie, er hat so gesagt, also wir bezahlen ihn 12 Euro Stundenlohn nach Stundenbasis. Je nachdem, wie sie da sind, 12 Euro Stundenlohn ist schon sehr, sehr viel Geld. Also können Sie nicht meckern. Bewerber, ja, das ist wirklich sehr viel Geld. 12 Euro Stundenlohn ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Können Sie nicht meckern. Ich muss es extra wiederholen, weil ich finde das einfach zum Lachen. Deswegen meinte ich vorhin, ich hatte zwar hier Muskeln gehabt, aber kein Hirn. Das ist Mindestlohn. Das ist nicht sehr viel Geld. Das ist Mindestlohn. Das ist das Niedrigste. Das muss er geben, weil er keine andere Wahl hat. Dazu 26 Urlaubstage. Das ist auch wirklich sehr viel Urlaub. Viel, viel mehr als die anderen haben. Aldi hat über 26 Urlaubstage und 18 Euro Stundenlohn oder 20 Euro Stundenlohn. Die Führungskräfte verarschen ihre Bewerber und die Bewerber lassen sich verarschen. 12 Euro ist nichts. 26 Tage Urlaubstage ist nichts. Gar nichts. Und da meinte der noch, das ist wirklich sehr gut, das ist sehr viel. Er kriegt 12 Euro Stundenlohn dafür, dass er schwere Getränkekästen hebt, sich seinen Rücken kaputt macht. Gut, Regal auffüllen ist jetzt eine andere Sache. Und an der Kasse arbeitet. Kassierer kriegen mindestens 15 bis 16 Euro. In der Regel bei einer vernünftigen Einkaufskette. Ich muss eigentlich sagen, ich verarsche. Was die Führungskräfte derzeit mit ihren Bewerbern und mit ihren Angestellten machen, das ist echt Betrug. Diese Führungskräfte müsste man allesamt entlassen. Diese Filialleiter. Weil, das geht gar nicht. Gut, sie handeln wahrscheinlich im Auftrag der Zentrale, aber dann müsste man zumindest mal die Zentrale rügen mit einer hohen Geldstrafe, weil das ist Diskriminierung der Arbeitnehmer für ihre Arbeit. Weil sie arbeiten mehr, als sie verdienen. Und das ist unfair. Das ist zu keinerlei Gleichstellung. Bezahlung gegen die Arbeit. Der Typ macht drei Arbeiten, wird aber für Mindestlohn nur für eine kleine Regalauffüllerarbeit bezahlt. Und er findet das noch klasse. Erstmal, wo ist das Hirn unserer Arbeitnehmer hin? Wahrscheinlich irgendwo in der Mülltonne oder irgendwo in den Scheißhaufen. Weil ein normaler Arbeitnehmer, der noch irgendwie vernünftiges Gehirn hat, also vernünftigen Verstand, würde darauf nicht eingehen. Ich hätte den Vogel gezeigt und wäre rückwärts wieder gegangen. Ja, wo
sind die Arbeitnehmer hin, die noch klar denken können. Die lassen es doch mit sich machen. Die wollen es doch so ausgenutzt werden, habe ich das Gefühl. Also nach dem Vorstellungsgespräch, was ich da gehört habe, wollen die es doch ausgenutzt werden. Und die Führungskräfte nutzen es aus, dass die Bewerber einfach zu blöd sind. Und da sprechen wir wieder vom Fachkräftemangel. Es gibt genug Blöde, die darauf reinfallen, damit genug Fachkräfte auf der Straße sitzen. Wir haben keinen Fachkräftemangel. Die Führungskräfte suchen sich nur die Vollidioten raus. Mehr ist es nicht. Die Vollidioten, die das Spiel mitspielen. Also ich bleibe lieber arbeitslos, bevor